Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir werden uns jetzt, wie in der letzten Folge angekündigt, die jetzt gerade hochgeladen wurde, in dem Moment, wo ich das aufnehme, da habe ich gesagt, wir holen uns jetzt Steine und das tun wir auch. Und dazu begeben wir uns in den Steinbruch, in unsere Grube. Nicht in irgendwelche Naturhöhlen, in die gehe ich, wenn ich nach Mineralien suche, und dann schalte ich auch mal die Monster an. Ich verspreche es. So. Ich brauche eine Spitzhacke. Spitzhacke. Aha, so. So, wir haben noch drei Steinspitzhacken, das reicht. Und wir machen es auf den Weg, wir wollen ja nur Steine haben. Irgendwie. Das ist nicht sonderlich ästhetisch. Lalalala. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da reinfalle. Das würde, glaube ich, sonst ziemlich weh tun. Hier können wir dann weiter rumbauen, vielleicht auch mal. Ach ja. Das wird jetzt richtig spannend. Ja. Das wird natürlich richtig spannend jetzt für euch. Ich weiß. Vor allem so ohne Monster, aber hier oben würde ja eh nichts auftauchen. Hier habe ich meine Fackel. Meine Fackeln. Sind mehrere. Wir werden sehr viele Steine brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Koppel, 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 koppel. Wie gut, dass es hier den kostenlos gibt eigentlich. Ja. War eine gute Idee, diese Grube. Kies. Oh. Das mal, dass ich Kies gefunden habe. Hier. Habe ich ja noch nicht wirklich viel Kies gefunden in dieser Welt. Was eigentlich schön ist, ich mache keinen Kies. Kies ist immer so unangenehm. Weiter geht's. Ja, das war jetzt super schlau, aber hier unten liegen ja auch noch ganz viele Steine. Liegt hier noch was? Nein. Hier unten ist die Lavahöhle. Hier will ich eigentlich nicht graben. Das ist super gefährlich. Da falle ich nur in die Lava und es sind unsere ganz schönen, hart erarbeiteten Steine verschwunden. Und das wollen wir ja nicht. Trolla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 l
Tja, so ist das nun mal. Bevor mich jemand fragt, ich habe einfach momentan Lust auf Minecraft. Das ist sowas ganz Persönliches eigentlich. Nichts. Was irgendwie ein. Nicht von wegen hier, ich hab. Ich hasse euch und möchte euch nur in Minecraft quälen. Aber es ist einfach, ich habe gerade Lust drauf. Und deswegen mache ich das, wenn ich mal wieder Lust auf Spellforce habe, werde ich da weiterarbeiten. Wenn ich mal wieder Lust auf League of Legends habe, wo ich momentan in so einer Charakterentscheidungskrise bin, werde ich da weitermachen. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Champion, mit dem ich halt die ganze Zeit das normale Spiel betreiben kann. Ich habe leider noch keinen gefunden. Ich möchte nämlich ungern eigentlich einen Supporter. Oh. Also, ich möchte eigentlich ungern einen Supporter im Einzel spielen, denn das mache ich immer nur gerne mit Freunden zusammen. Wenn man die nämlich im Einzel spielt, wird man immer geflamed, weil irgendwas nicht klappt und dann ist natürlich immer der Supporter schuld. Lustigerweise sind meist die Carries, die die flamen und die Carries sind meistens die, die am meisten versagen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte jetzt nicht während des Minecraft-Let's Plays zu sehr in irgendwelche Sachen abweichen, die damit nichts zu tun haben. Deswegen werde ich hier auch schon aufhören. Mit irgendwelchen Exkursen über meine anderen Let's Plays, die kein Schwein guckt. Obwohl, League of Legends gucken relativ viele Leute. Ich bin immer beeindruckt, dass es so viele so gut finden. Also so viel, vergleichsweise viele, ja. Richtig viele sind es auch nicht. Ich meine, mein meist angesehenes Video ist da, also ich finde das irgendwie faszinierend. Und wie wir alle wissen, ist meine Tonqualität, meine Kommentarqualität und ähnliches ziemlich, ja, bedürftig. So, jetzt können wir auch weiterbauen da und da gehe ich runter. Jetzt würde ich runtergehen, aber nicht jetzt. Ich hole mir mal Fackeln. Und lager das Eisen schon mal im Ofen. Ich werde ganz sicherlich ein Stick. Mehr? Nö. Egal, das wird reichen. Was ich jetzt schon mal sagen kann. Ich werde ganz, 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 ganz sicher mal in die Eiswüste gehen, die Tundra und dort was machen. Also keine Bange, ihr werdet auch die schönste Ebene des Spiels sehen noch. Ich mag Schnee sehr gerne. Leider regnet, sag ich schon. Regnet tut es bei uns sehr häufig, schneien leider selten. Ist halt so hier, ne? Norddeutschland. Spitzhacke. Jetzt hacken wir hier weiter. Oh, Kohle, schon wieder. Mensch. Hier finden wir doch Sachen, die nicht Stein sind. Das ist meine Grube. Nein, eigentlich eine Steingrube. Mann, 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 Mann. Ich würde gerne mal so eine richtig große Höhle finden auch. Ich meine, jetzt habe ich die Berge gefunden, jetzt weiß ich schon, was ich als nächstes möchte. Eine Höhle. Ja, ich weiß, ich bin unersättlich. Ich muss immer tolle Sachen finden. Aber sonst ist es, habe ich immer das Gefühl, für euch ist es langweilig. Ich meine, ich kann nur etwas kommentieren, was da ist. Und wenn ich dann immer so sehe, wie wenig ich eigentlich hier so mache, wie wenig es dazu kommentieren gibt, und das ist eigentlich das Endprodukt, ja, das Produkt des ganzen, das Endergebnis, weil es sichtbar ist, und das einzig Spannende an diesem Let's Play ist es schon, da macht man sich als Let's Player einfach Sorgen. Das ist ja, ja, ich weiß, jetzt muss ich schon wieder den Vergleich mit League of Legends ziehen, aber da passiert meistens ja was. Da
sind die Siege normalerweise irgendwie spektakulär. Die Niederlagen sind super peinlich. Das ist wenigstens was zum Lachen, ja. Ach, aber hier ist ja gar nichts. Ich kann jetzt eigentlich auch hier einen Kirchen durchführen. Egal. Ach ja, so viel Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das Kohle-Lied. Kohle-Metal solltet ihr euch mal anhören. Das ist super. Genau wie die Creeper-Mann. Gebt das einfach mal bei YouTube ein. Kohle-Metal. Oder Creeper-Mann. Ihr werdet da was Schönes rausbekommen. Als Ergebnis. Mann, Mann, Mann. Steine, Steine, Steine. Ganz viele Steine, Steine, Steine. Aber wir werden noch viele Steine brauchen. So, ich glaube, das reicht so von der Tiefe her, oder? Eigentlich würde ich am liebsten gehen, soweit, dass ich über mir keine Erde, also dass ich über mir die Erde habe und nicht mehr unter mir, aber das ist eher so ein Wunschtraum, habe ich das Gefühl. Erde gibt es einfach überall. Ist dieses furchtbar langweilige Zeug. Und ein runter noch und dann sind wir da. Wunderbar. So, jetzt eine Fackel. Und hier bauen wir dann. Ja, von der Höhe reicht das, glaube ich. Ach ja. Hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh. Da 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 da. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Ja. Schädigungen der Kindheit. Heute Zwerge. So. Mein Hacker bricht gleich ab. Genau jetzt. So, das sollte reichen. Jetzt habe ich hier auch so einen schönen erweiterten Bruch, in dem ich noch schön weiter Steine hauen kann, wenn es dann mal nötig ist. Erstes Ziel ist erreicht. Haken wir ab. So, bis auf die Kohle nehme ich mal. Nein, die Fackel nehme ich auch nicht mit. Obwohl, doch, die nehme ich mit, die eine, weil die ist ja noch nützlich irgendwo. Und den Rest, das nehmen wir alles mit. La 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 la. Ups. Ja. Yep. Möp, 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 möp. Ja, jetzt habe ich mich mal wieder verfranst. Ohne dass ich es wollte. Ich bin auch doof. Doof, 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 doof. Ja, ich bin heute sehr musikalisch eingestimmt. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt lang wollte. Egal, da wo Hügel sind, ist es richtig. Hier wären überall Höhlen zum Erkunden. Ja, in solche Höhlen würden wir uns dann begeben. Denn ich fürchte, da geht's richtig dann rein, so in den Berg. Dann gibt es da auch sicherlich ein paar Kreeper. Und ein paar Skelette. Irgendwo laufen dann auch noch Endermans rum, ne? Und Zombies, ne? Und hier Spinnen, so Spiders, ne? Das kennen wir ja alle. Lalala. Schön ist, ich muss einfach nur irgendwo hin laufen. Irgendwann komme ich zu den Bergen. Das ist das Tolle. Man muss keine Ahnung haben. Das ist auch. Das habe ich nicht gegraben. Das ist eine perfekte Treppe. Das ist doch toll. Man muss keine Ahnung haben, wo genau sie sind. Man läuft einfach ungefähr in die Richtung und dann findet man sie immer.